herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DJ Alien erklärt das Internet. Heute lernen wir, wie wir ein selbst erstelltes Video, das wir aus der letzten Einheit in YouTube hochgeladen haben, in unserem Moodle Editor einbetten und somit in Moodle zugänglich machen. Dazu starten wir zuerst unseren Internetbrowser, in unserem Fall Google Chrome, und begeben uns auf die Seite von YouTube. Wir haben letztes Mal, als wir unser Konto erstellt haben, eingestellt, dass wir gleich eingeloggt bleiben wollen und können also sofort im Video Manager unsere hochgeladenen Videos ansehen. Das gewünschte Video, das als Beratungsfilm eingebettet werden soll, wird ausgewählt, was in unserem Fall Hands Washed heißt. Hier angezeigt wird, ich starte hier nur das Abspielen bzw. stoppe hier das Abspielen des Videos, um mein Internet ein wenig zu schonen, und kann über die Funktion Share den sogenannten Einbettungscode abrufen. Hier sehen wir zuerst nur den Link, den wir benötigen, aber wir brauchen diesen Embed oder Einbettungscode. Über diesen Link hier abrufbar. Wir sehen, dieser gesamte Code ist auch gleich markiert. Wichtig dabei ist, dass diese Checkbox Use Old Embed Code oder alten Einbettungscode verwenden markiert ist, weil ansonsten die Einbettung in Moodle nicht funktioniert. Mit Apfel C kopieren wir diesen Einbettungscode, öffnen mit Apfel-T eine neue Registerkarte und wählen uns im PHLearn ein. Hier müssen wir noch mit unserem Passwort bestätigen, dass wir sind. Sobald wir angemeldet sind, können wir in der Übersicht zu unseren Kursen das richtige Forum auswählen, in das wir unser Video einbetten wollen. Dazu suchen wir die Animationen und im Übungsblock Animationen das Forum Beratungsvideo. Beratungs- und hops, das war zu viel. Beratungs- und Unterrichtsfilm und hier das Forum Beratung und Unterrichtsfilm. Wir sehen, es haben bereits 5 Userinnen und User ihr Video hochgeladen. Wir starten ein neues Diskussionsthema bzw. fügen ein neues Diskussionsthema hinzu, bezeichnen es, wie der Film heißt, in unserem Fall Hands Washed, Fragezeichen, und setzen den Cursor in das Bearbeitungsfeld. Ganz wichtig jetzt, damit das Ganze auch funktioniert, ist den HTML-Code oder die HTML-Ansicht zu aktivieren. Wir können mit einem Dreifachklick den Text, der im Moodle Editor steht, zur Gänze auswählen und mit Apfel V diesen Einbettungscode in den Editor kopieren. Auf denselben Button draufklicken, schließen wir die HTML-Ansicht wieder und wir sehen bereits, dass unser ausgewähltes Video in den Editor eingebettet wurde. Mit Beitrag absenden wird die ganze Sache gespeichert und wir können weiterklicken und kommen wieder zurück ins Forum. Hier können wir dann gleich kontrollieren, ob unser Video hochgeladen wurde und ob es auch abspielbar ist. So, der Ladevorgang läuft. Das Internet ist ein wenig langsam, doch es beginnt sich zu drehen und wir haben unsere Aufgabe glänzend erfüllt. DJ Alien verabschiedet sich und wünscht euch viel Spaß beim Arbeiten mit YouTube. Und Moodle